Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo, wie immer, nur Backe-Backe-Kuchen wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir geben uns mal etwas von Azet. Freunde, ich weiß auch nicht, wie wir hier gelandet sind. Ich packe kurz mein Fernglas aus. Ich sehe es immer noch nicht, warum wir hier sind. Aber ich will mal reinhören, Freunde, ja? Von Azet, ich weiß bis heute nicht, wie man diesen jungen Herrn ausspricht, gibt es genau zwei Tracks, drei Tracks, die ich mag. Drei Tracks, die ich kenne. Gefühlt, aktiv mehrmals gehört habe und mag, und das ist Fast Life, Fast Life 2 und BLFLF oder so, der Song mit Kapital auf jeden Fall. Die finde ich nice, mag ich. Geht ins Ohr, bleibt ins Kopf, finde ich nice. Alles andere, was ich bis jetzt von ihm so flüchtig gehört habe, fand ich Müll. Ich sag's wie es ist, da habe ich auch nicht getrennt nach Papier, Bio und Restmüll. Ist Bio Restmüll? Was ist Restmüll? Ne, Restmüll ist schwarze Tonne und Bio ist braune Tonne. Ja, haben wir das Problem gelöst. Habe ich nicht getrennt, habe ich alles in einen Topf geworfen, ja. Deswegen bin ich aber mal gespannt. Ich habe lange nicht mehr von Azet irgendwas gehört. Wir hören rein, ob es mir gefallen wird oder nicht. Wir werden sehen. Produziert das Ganze von Jugglers. Jugglers. Oder ist das der... Nee. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, warum er hier als Feature drin steht. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Wir hören einfach mal rein, keine Ahnung. Sehr laut. Lass eine Runde drehen mit 50 km/h. Ja, das wird, glaube ich, nichts, Jungs. Ich sag's, es ist, das wird eher weniger was. Aber wir können direkt sagen, Video sehr schön und Azet aber auch schöner Mann. Er hat auch Döner oder so rausgebracht. Er hat auch irgendwas rausgebracht, so wie jeder. Er hat auch irgendwas rausgebracht. Da ist sein Kopf drauf, der macht Daumen nach oben bestimmt. Da sieht er schön drauf aus. Kann man sagen. Und Hintergrund, Mashallah. Hm. In der Stadt sind wir unterwegs und machen die Nacht zum Tag. Komm, lass eine Runde drehen. 50 km/h, in der Stadt sind wir unterwegs. Warum 50 km/h, frage ich mich gerade, Bro. Was ist ein 50 km/h? Ach, weil er sagt, wir sind in der Stadt unterwegs. Man muss auch hier zugute halten, Ehemann, er hält sich an die STVGO. Wichtig, innerorts sind nur 50 erlaubt. Deswegen sagt er, komm, wir fahren durch die Stadt. Mit 50 km/h entspannt, Freunde, entspannt. Wenn eine Spielstraße kommt, er macht auch Schrittgeschwindigkeit. Azet Ehrenmann. Und machen die Nacht zum Tag. Oh, das ist der Beat Producer. Den habe ich schon ganz oft gehört. Ah, okay. Okay. Auch hier, der sieht süß aus, der Typ. Guck, wie meine Sonnenbrille sitzt. Fahren in Bologna, alle Jungs kommen mit. Bei Azet auch ganz schwierig zu sehen, was seine echte Stimme ist, habe ich das Gefühl. Eben war so ganz oben so halber Engelschor, auf einmal ist er so Darth Vader, sein Sohn auf einmal hier halb. Aber ich muss sagen, die Stimme ist auf jeden Fall viel angenehmer. Kommen mit, hier am Block wurden Tonnen vertickt, weshalb jeder eine Rolex voll Gold besitzt. Mittelfinger aus dem Mietwagen, nachts auf der Jagd werden Taschen gefüllt. Auf der Straße wie Piraten, frag nach, denn wir haben alles, was du willst. Auf der Straße wie Piraten, Jungs. Wie viele Piraten habt ihr schon gesehen auf der Straße? Ich auch. Gefüllt auf der Straße wie Piraten. Frag nach, denn wir haben alles, was du willst. So viele undankbar. Zur Zeit ist es wunderbar. Hamdullah, Hamdullah. Komm, 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 lass eine Runde drehen. Mit 50 km/h. Was man ihm aber zugutehalten muss, Hook ist auf jeden Fall Ohrwurm. Ist ein Ohrwurm einfach. In der Stadt sind wir unterwegs und machen die Nacht zu. Und es sind echt maschallah schöne Aufnahmen. Ich möchte echt mal kurz gucken, von wem das Video ist. Video von XL Films. Sagt mir gar nichts, aber das Video ist echt sehr, sehr schön. Das ist wirklich, ey, muss man echt sagen, sehr, sehr schönes Video. Sonntag, komm, lass eine Runde drehen. Mit 50 km/h. In der Stadt sind wir unterwegs und machen die Nacht zum Tag. Ja, ja, ich brauch. Okay, jetzt kommt ein heftiger Part, Jungs. Anschnallen, anschnallen alle. Zack, zack. Da hinten ist eine Tanke, lass umdrehen. Oh, ich bin nachtwach. Er kommt aber im Video sympathisch rüber, ich auch gerade, wo er so gefällt hat, was aber drin geblieben ist im Video. Ich glaube, das Weinglas ist umgekippt. Ist eine Tanke, lass umdrehen. Ey, das ist sympathisch, Mann. Das ist sympathisch. Oh, ich bin nachtwach wie ein Zombie. Meine Jungs machen Krach, wenn wir uns sehen. Viel zu viel erlebt. Oh, ey, oh, ey. Kurzer Wolfsschrei fürs Rudel. Wir haben überlebt. Oh, ey, oh, ey. Zu viele undankbar. Zur Zeit.
Zeit, ist es wunderbar. Das fühle ich ein bisschen, muss ich tatsächlich sagen. Das fühle ich tatsächlich ein bisschen. Wenn das Tempo kurz rausgenommen wird und wir kurz diese Bridge hier haben, die fühle ich, muss ich sagen. Die fühle ich tatsächlich. Nur wie heißt es nicht Hamdulillah, Bro? Ich kann es ja auch nicht sagen, aber die Aussprache triggert mich ein bisschen. Aber davor so dieses, warte ganz kurz, das ist ein Part, den ich fühle in diesem Song. Achtet. Fernglas, Monokel. Jetzt. So viele undankbar, zur Zeit ist es wunderbar. Den Part fühle ich. Hätte er den hochgeladen? Baba. Hamdullah, komm, lass eine Runde drehen. Mit 50 km/h in der Stadt sind wir unterwegs. Und ist halt gar nicht mein Jam, Mann. Also das ist so, ich würde sagen, ist ein typisches Tom-Lied. Ich habe einen Homie Tom und wir in der Freundesgruppe wissen so, er hat gefühlt nur Azit und was wird da noch? Azit und Elektro-Remixes oder so. Keine Ahnung. Aber das ist so ein typisches Tom-Lied, man, was bei ihm laufen würde. Was man selbst nicht anmachen würde, aber man ist auch zu faul, das zu skippen, weil es dafür nicht schlecht genug ist. Ist irgendwie vielleicht auch ein Vibe-Lied, wenn man draußen ist mit den Jungs. Im Urlaub, auf dem Roller, den man sich gemietet hat in Italien, der auch nur 50 schafft und dann ergibt das auch Sinn hier so. Aber das würde ich mir so im Leben nicht anhören, Mann. Machen die Nacht zum Tag, komm, lass eine Runde drehen. Mit 50 km/h in der Stadt sind wir unterwegs. Und machen die Nacht zum Tag. Yo, Jugglers! Ich kann auch diesen Beat gar nicht einordnen, Mann. Was will mir dieser Beat sagen? Das ist so ganz komischer Dschungel-Sombrero-Beat gefühlt. Aber er kommt im Musikvideo echt sympathisch rüber. Das ist das erste Musikvideo, was ich gefühlt von ihm alleine gesehen habe. Kommt er sympathisch rüber. Und wir müssen auch nochmal zugutehalten, das Musikvideo war sehr, sehr gut. Also die Naturaufnahmen, Sommer, Sonne, Strand hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten, ey, es ist halt gar nicht mal Geschmack. Na jetzt, wenn ihr das komplett gefühlt habt, voll okay, Mann. Das ist immer Geschmackssache so. Ich feiere ja auch vieles. Aber das ist halt gar nicht so mein Jam, so. Was soll ich sagen, Jungs? Ey, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wenn ihr das Video und wenn ihr den Track fühlt, fühlt ihn auf jeden Fall bis zum geht nicht mehr, Mann. Dann leite ich euch die Nummer von Tom weiter, dann könnt ihr direkt dazu abjammen in seinem Keller. Ja, Mann. Aber ansonsten, ey, Freunde, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh. So wie immer natürlich. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Ciao.